Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns wieder mal die spannendsten Karten der Welt anschauen. Lasst uns auch heute keine Zeit verlieren und starten wir direkt rein. Auf der ersten Karte heute sehen wir, in welchen Staaten der Welt Wasser in Zukunft eines der größten Probleme werden wird. Genauer gesagt geht es hier um das Jahr 2050 und wie hoch die Wasserknappheit in den verschiedenen Ländern der Welt sein wird. Starten wir zunächst mit denen, die sich keine Sorgen machen müssen. Darunter hätten wir einige Staaten Europas, vor allem im Norden. Alle Länder Skandinaviens sowie Finnland haben eine sehr hohe Wasserversorgung. Ähnliches sehen wir auch in den Alpenländern Österreich und Schweiz sowie einigen Balkanstaaten. Weltweit sieht es auch in den meisten Staaten Südamerikas ganz gut aus sowie in Zentralafrika. Doch bereits in Europa können wir einige deutlich dunkler markierte Staaten erkennen. Darunter zum Beispiel auch Deutschland. Dieses fällt hier in die mittlere Kategorie, wobei das Risiko mit 20-39% angegeben wird. Das heißt, auch hierzulande könnte es durchaus zu Wasserknappheit kommen. Ähnliches sehen wir zum Beispiel auch in Frankreich und Tschechien. Doch besonders düster sieht es dann in den südeuropäischen Ländern aus. Länder wie Portugal, Italien und die Türkei sind in der zweithöchsten Kategorie. Und in Staaten wie Spanien und Griechenland wird das Risiko sogar mit über 80% angegeben. Es ist also extrem hoch. Und das Problem zieht sich wie ein Gürtel um das gesamte Mittelmeer. Besonders die nordafrikanischen Staaten sowie der Nahe Osten sind dabei besonders stark betroffen. Außerdem sehen wir zum Beispiel noch den Iran und Indien und auch im Süden Afrikas scheint es äußerst gefährlich zu werden. Hierbei sehen wir Staaten wie Namibia, Botswana und Südafrika, die ja alle teilweise von Wüsten bedeckt sind. Das Wasser wird also eine der wichtigsten Ressourcen der nächsten Jahrzehnte werden. Hier sehen wir ja lediglich die Karte für 2050, für 2100 sollte es dann nochmal deutlich schlimmer aussehen. Und damit kommen wir zu einem anderen Thema, das aber ebenfalls Probleme macht. Es geht hierbei um den Müll. Wir sehen hierbei, wie viel Müll in Kilogramm und pro Kopf in den verschiedenen Staaten produziert wird. Spitzenreiter sind dabei unter anderem die USA und die Mongolei. Auch in Europa fallen Dänemark und Moldawien in die schlechteste Kategorie. In all diesen Staaten werden jährlich 800 bis 1100 Kilogramm Müll produziert. Doch auch bei den anderen Europäern ist es nicht viel besser. Deutschland, Österreich und die Schweiz fallen zum Beispiel alle in die zweithöchste Kategorie, verbrauchen also zwischen 500 und 800 Kilogramm. Lediglich in Ost- und Südeuropa wird die Lage dann etwas besser. Hierbei sehen wir 200 bis 500 Kilogramm angegeben, was auch weltweit ungefähr der Durchschnitt ist. Die beste Bilanz haben dabei vor allem Staaten in Südasien wie Indien und Pakistan und sehr viele Länder in Afrika. Und wir bleiben auch hier bei einer Weltkarte, schauen uns aber ein ganz anderes Thema an. Hierbei geht es darum, in welchen Staaten im Durchschnitt die nächsten 1000 Babys geboren werden. Wir können daran sehr gut die Bevölkerungszentren der Welt ausmachen. So spielt nämlich Europa hierbei quasi gar keine Rolle. Denn dort sind es mit 52 von 1000 lediglich 5%. Den höchsten Wert hat dabei noch Russland mit 10 sowie Deutschland und Frankreich mit 6. Eine noch niedrigere Rolle spielt lediglich Ozeanien, wo nur ein Wert von 5 angegeben wird. Doch auch der gesamte amerikanische Doppelkontinent ist nicht so bedeutend, wie man vielleicht zunächst annehmen würde. Dort sehen wir 106, wobei die Staaten mit den höchsten Raten die USA mit 30, Brasilien mit 22 und Mexiko mit 13 sind. Die bevölkerungsreichsten Länder und diejenigen, die weiter stark zunehmen, befinden sich fast alle in Afrika und Asien. Mehr als die Hälfte aller Babys kommen aus Asien. Indien macht dabei alleine 172 aus und China immer noch über 100. Doch auch Staaten wie Pakistan, Bangladesch und Indonesien sind noch ganz vorne mit dabei. Und in Afrika haben selbst kleine Länder einen höheren Wert als zum Beispiel Deutschland. Hier sind die Spitzenreiter Nigeria, die Demokratische Republik Kongo und Äthiopien. Natürlich heißt es trotzdem nicht, dass alle Staaten, die einen extrem hohen Wert haben, auch tatsächlich wachsen. Ein gutes Beispiel ist hier China, das ja trotz des hohen Wertes eher schrumpft. Dort ist aber die Gesamtanzahl der Einwohner einfach so unglaublich hoch. Und damit kommen wir zur letzten Karte, die sich um Deutschland dreht. Es geht hierbei um den Zweiten Weltkrieg und wie heftig die deutschen Städte zerstört wurden. Der schwarze Sektor gibt dabei an, wie viel Prozent der Stadt tatsächlich zerstört wurden. Und besonders im Ruhrgebiet sehen wir dabei sehr hohe Werte. Fast alle Großstädte dort liegen bei weit über 50%. Dabei zum Beispiel Köln, Dortmund, Essen oder Aachen. Auch die Städte in der Region Frankfurt-Mainz hat es ziemlich stark getroffen. Auch hier sehen wir in den meisten einen Wert von deutlich über 50. Dann natürlich die Großstädte wie Hamburg, Berlin und München. Aber auch einige kleinere Städte stechen besonders hervor. So zum Beispiel Würzburg in Bayern oder Wesel in NRW, die fast vollständig zerstört wurden. Am besten weg kamen dabei noch die meisten ostdeutschen Städte. Doch auch dort gibt es Ausnahmen wie zum Beispiel Magdeburg oder Dresden. Wie stark wurde eure Heimatstadt zerstört? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch die letzte Folge an. Viel Spaß dabei und ich sag ciao.